Wir kommen zur Königsklasse in Anführungszeichen der schwere Trekkingstiefel bzw. Bergstiefel. Die Teile haben eine absolut feste Sohle. Die ist wirklich nur minimalst verbiegbar. Da geht fast gar nichts. Was sich eher verbiegt, ist hier oben noch der Bereich und eher biegt sich der Fuß auf der Sohle beim Laufen, als dass sich die Sohle wirklich selber mitbiegt. Und anders als alle anderen bisher gezeigten Schuhe, rollt dieser Schuh nicht ab. Die Sohle ist also auch längs quasi so, nicht so rum biegbar. Der Schuh hat also quasi kein Abrollverhalten. Versucht das hier wirklich mal mit aller Gewalt und ihr werdet feststellen, die Sohle ist absolut fest. Das ist quasi ein Holzbrett in Anführungszeichen. Zum Vergleich, der leichte Wanderstiefel vom Anfang, wenn man bei dem diesen hier macht, dann knickt der weg. Und entsprechend kann man hier auch die Sohle viel weiter verwinden, als das bei dem Ding möglich ist. So, wofür ist das jetzt gut? Das ist dafür da, dass man sich mit quasi jedem Punkt dieser Sohle auf ein beliebig kleines Objekt stellen kann. Sei es eine kleine Steinspitze, eine Kante an einem Fels, die wirklich so lang ist und so breit. Da kann man sich draufstellen, auch mit der Fußspitze, und steht dann stabil, weil einfach der Fuß die Sohle nicht nachgibt. Sonst müsste man quasi wirklich das Ganze ausbalancieren. Der Fuß würde einknicken. Man hätte da enorme Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Man hätte enormen Kraftaufwand, um sich auf so einer Fellspitze und Ähnliches zu halten. In diesem Panzerstiefel nicht. Für so ein Gelände also, das aus vielen kleinen Flächen, in Anführungszeichen, und nicht einer großen glatten besteht, sind die Dinger gemacht. Und da sind sie auch ideal. Und insbesondere dieses Modell hier ist für Gerölllandschaften ausgelegt. Die haben wir in Skandinavien, die haben wir in Schottland. Es gibt sogar Wanderwege, die mehr oder weniger nur aus Schutt bestehen. Und irgendwelche Flussbette, wenn ihr im Flussbett entlang lauft, dann habt ihr wenigstens noch abgerundetes Geröll, in Anführungszeichen. Da geht's dann auch vielleicht noch mit anderen Schuhen, aber wenn das Zeug dann wegrutscht oder man rutscht dann in irgendeine Vertiefung oder Ähnliches, dann ist man dankbar, wenn man auch so einen Gummirand hier um das Leder hat, dass das Leder eben schützt. Wenn man dann mal seitlich an irgendeinen entsprechenden Stein dran stößt, ist so ein Gummirand enorm nützlich, leidet dann trotzdem irgendwann ein wenig. Bis hier geht quasi eine Schale, in der die Ferse fest sitzt. Und wenn man das Ganze dann wirklich noch ordentlich fest schnürt, dann ist es kaum noch möglich, mit dem Ding umzuknicken. Allein schon dadurch, dass wir auch wirklich die Sohle absolut nicht nachgibt. Ich würde sagen, Umknickschutz 95%. Ich habe es, glaube ich, zweimal geschafft, trotz so eines Stiefels. Dieser oder sein Nachfolgemodell, dazu komme ich gleich, habe ich es zweimal vielleicht geschafft, wirklich in sowas halbwegs umzuknicken, und es war nicht schlimm. Und gleichzeitig sollte man mal nicht so einen Schuh anhaben, dann aber doch umknicken, weil man halt meinetwegen nur mal einen Halbschuh anhat auf der Tour oder mal barfuß zum Pinkeln geht, auch das ist mir mal passiert, und knickt dann um und denkt sich, scheiße, ich kann nicht mehr weiterlaufen. Sobald man in so einem Schuh steckt, der den Fuß derartig stabilisiert, kann man auch mit Knöchelverletzungen wirklich noch erstaunlich gut weiterlaufen, weil sich halt der Fuß hier drin kaum bewegt. So viel zu den Vorteilen. Der Nachteil ist, dass der natürliche Gang da natürlich drunter leidet, weil die Abrollbewegung des Fußes stark vermindert wird. Deshalb ist die Sohle quasi auch so aufgebaut, dass die hier nach vorne wegrollt. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, man tritt auf und dann kann man noch ein bisschen auf der Sohle rollen, weil die Sohle ja eben so ein leicht rundes Dingens hat. Das simuliert also quasi die Abrollbewegung des Fußes ein wenig, ist aber nicht so gut wie in einem Schuh, der sich dann wirklich mitbiegt und so quasi die Abrollbewegung ermöglicht, dass der Fuß mitgeht. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man so einen Schuh zum ersten Mal anhat, dass einfach die Leichtigkeit des Gehens erheblich abnimmt und man fühlt sich so, als hätte man einen Betonklotz am Fuß, denn das hat man mehr oder weniger. So ein Teil ist auch richtig schwer. Die wiegen in der Regel so irgendwas um die 800 Gramm. Gibt auch welche, die sind noch mal ein bisschen schwerer.
bevor ich es nachher vergesse, es gibt auch nochmal schwerere Stiefel, das sind dann die Steigeisenfesten, die braucht man aber wirklich nur beim Bergsteigen. Also für jeden, der nicht extrem Bergsteiger ist, in Anführungszeichen, ist sowas dann Quatsch. Denn der hier ist auch für Leichtsteigeisen geeignet. Man kann da also sehr wohl hier vorne welche dran machen, da welche dran machen. Und vielleicht kennt ihr sie, es gibt da auch so Gummibänder, die man sich an den Schuh machen kann, die so Noppen haben bei Glatteis. Das lässt sich an so einem Schuh mit einer festen Sohle auch erheblich leichter befestigen als an irgendeinem so weichen Ding. Für sowas sind die dann auch nochmal prädestiniert. Ja, aber zurück zum Laufen eben mit so einem schweren Teil, das ist schon gewöhnungsbedürftig, man ermüdet auch schneller. Aber wenn man dann müde ist, steigt ja das Verletzungsrisiko in einem leichteren Schuh und früher oder später wird man auch in einem leichten Schuh müde und dann ist halt wirklich der Punkt erreicht, wo man im schwierigen Gelände dann sehr dankbar sein darf, wenn man so einen richtig schweren Stiefel hat, weil selbst wenn man sich vertritt, wenn man vor sich hin stolpert und gar nicht mehr genau weiß, wo man langläuft und so halber in Trance ist und wirklich fertig mit der Welt und nur noch geistesabwesend weiter stapft im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist man wirklich enorm froh, dass man einen Schuh hat, der einen für Unachtsamkeiten oder auch mal einen falschen Tritt im Gelände eben beschützt. Und deswegen sind diese Teile auf Trekkingtour mit schwerem Rucksack, wo auch ganz viel Gewicht eben auf den Knöchel potenziell lastet, absolute Pflicht. Da gibt es keinen anderen Stiefel, den man da anziehen kann, als so ein schweres Modell. Gut, soviel zum Hintergrund, wofür diese Teile gedacht sind. Dieses Modell ist ein Lowa Tibet GTX. GTX heißt immer Gore-Tex, sprich, da ist eine Membran drin, das Ding ist wasserdicht. Auf die Membran will ich gar nicht so eingehen. Das weiß ja heutzutage jeder, wie das funktioniert. Wasserdampf kann raus, Wasser kann nicht rein und die sitzt unterm Leder. Damit ist der Schuh wasserdicht, außer das Ganze kriegt ein Loch. Das war es eigentlich im Wesentlichen. Unterschied Lederschuh und Gore-Tex-Schuh, muss man sagen, in warmen Gebieten ist man meistens mit einem reinen Lederschuh besser beraten, weil der atmungsaktiver ist. Leder ist ja Haut, hat natürliche Poren, Belüftung des Fußes ist erheblich besser. So eine Membran, ja, die lässt auch Wasserdampf nach außen, es ist also eine gewisse Belüftung des Fußes trotzdem vorhanden, ist aber nicht so gut wie bei einem reinen Lederschuh. Man muss allerdings auch nochmal beachten, hat man einen reinen Lederschuh und wachst den zu, damit er auch wasserdicht ist, dann ist es mit der Atmungsaktivität übrigens auch schon wieder vorbei. Also ist so eine Sache. In feuchten Gegenden werden auf jeden Fall Schuhe mit Gore-Tex-Membran empfohlen. Inzwischen ist es preislich gar kein großer Unterschied mehr. Früher waren die mal teurer, die mit Gore-Tex-Membran. Heutzutage ist es fast schon egal, weil die Lederdinger... Leder ist halt teurer geworden. Da ist schwieriger dran zu kommen. Lederverarbeitung macht kaum noch jemand. Das ist inzwischen schon ein richtiges Edelprodukt. Früher sah das halt noch anders aus. Gut, soviel noch kurz zur Leder-Gore-Tex-Frage. Tibet GTX, wie gesagt, von Lowa. Es gibt noch von Hangwag, also dem anderen Bruder. Ich will jetzt nicht auf die Firmengeschichte von den beiden eingehen. Aber bei dem gibt es den Alaska. Das ist im Prinzip der gleiche Schuh für den gleichen Anwendungszweck. Aber die unterscheiden sich auch im Aufbau jetzt nur in Details. Aber Lowa ist eher für einen schmalen Schuh ausgelegt, weil die Schuhgröße gibt ja quasi eben nur die Länge des Fußes an. Lowa, schmaler Fuß, Hangwag, eher breiter Fuß, Meindl, na, so irgendwo intermediär, da hängt es auch ein bisschen so vom Modell ab. Es gibt auch von Meindl nochmal einen entsprechenden Schuh, der quasi das gleiche Modell wie diesen hier darstellt, für den gleichen Einsatzbereich. Jetzt kommen wir allerdings dazu, dass wir hier ja im Wald unterwegs sind. Für den Wald ist das Teil eigentlich schon zu heftig. Für die Alpen kein Thema. Hochschwarzwald, okay, macht auch noch Sinn. Für lange, lange, lange Touren mit schwerem Gepäck, egal in welchem Gelände, ist so ein Stiefel auch auf keinen Fall falsch. Bevor wir jetzt allerdings zu dem aktuellen Hangwag kommen, wollte ich euch gerade nochmal das Nachfolgemodell vom Tibet GTX zeigen. Wenn ihr den jetzt kauft, bekommt ihr ihn mit 2 Updates. Also ich habe den 2-mal, weil das ist der alte, der ist jetzt langsam wirklich nicht mehr so schön. Und ich habe mir nochmal gekauft, weil ich so begeistert war und da habe ich nicht eingesehen, weshalb nochmal einen anderen Schuh nehme, weil ich doch schon genau weiß, dass der da super ist. Und deshalb nochmal, der hat ein paar Updates, nämlich einmal ist jetzt diese Lasche hier an einer Kordel in Anführungszeichen. Das ist einfach nochmal flexibler, man kann dann noch ein bisschen der Fußform individueller schnüren, sagen wir es mal so. Und hier ist die Lasche, wie man sehen kann, nur drauf getackert, in Anführungszeichen. Außerdem ist jetzt hier der Gummirand, der schließt besser mit dem Leder ab. Der ist ein bisschen abgeflacht in Richtung Leder und sitzt damit quasi noch ein bisschen besser am Schuh. Wir haben weniger
Sollbruchstelle. Bisher hat sich das auch bewährt und ich habe noch keinerlei Schäden am Gummirand bzw. am Rand des Gummirandes. Bei dem Modell muss man ja sagen, hat es hier mal so ein paar Risse gegeben und ich habe mich immer gefragt, wie lange das noch halten mag. Hier unten hat er inzwischen auch so einen kleineren Schaden davon getragen. Das war mal so ein richtig krasser Geröllblock. Da bin ich so richtig schön dran entlang geschrappt. Mehrfach. Und irgendwann war es dann halt durch. Aber gut, nichts hält ewig. Auch nicht so ein Schuh. Muss man nochmal dazu sagen, der hier, der alte, den hatte ich 12 Jahre im Einsatz. Der hat, weiß nicht wie viele 1000 Kilometer gesehen. Das hier ist, glaube ich, die 4. Sohle, die drauf ist. Es waren immer nur Originalsohlen. Und zur Wiederbesohlung kann ich jetzt deshalb an dieser Stelle auch noch was sagen. Nämlich... Hier war ich der Meinung, Geld sparen zu wollen und bin zu einem normalen, kleinen, örtlichen Schuhmacher, Schlüsselmensch und so weiter. Also diese kleinen, wirklich minzigen Geschäfte, wo sie Schuhe reparieren und Schlüssel vermehren, nachmachen und solche Sachen und theoretisch auch Werkzeug schleifen und sowas. Und der hat, als er den Schuh gesehen hat, gemeint, oh, das ist ein guter Schuh, der braucht eine gute Sohle. Da habe ich schon mal gemeint, oh, das klingt professionell. Und habe ihn dann da gelassen, 50 Euro wollte er haben. Und was habe ich gekriegt? Ich habe quasi ein hinteres Sohlenstück gekriegt und ein vorderes Sohlenstück. In der Mitte ist noch das Vibram-Logo zu sehen, weil halt eben die Vibram-Sohle in der Mitte noch vorhanden ist. Er hat sie halt quasi vorne abgekratzt und hinten abgekratzt und da jeweils recht billiges Ding draufgeklebt. Ihr seht es vom Profil, das sieht A, scheiße aus, B, nutzt sich super schnell ab, ist hier schon ziemlich weit runter, da kann ich schon wunderbar glatt drüber führen, hier habe ich sogar schon ein Loch in der Sohle, in Anführungszeichen, also das ist mies und ich bin da keine 500 Kilometer mit unterwegs gewesen und das sieht jetzt schon so aus, vielleicht 300, wenn es hochkommt, also mies. Hätte gleich reklamieren sollen, aber ich wusste nicht, wie die Rechtslage bei sowas ist, wenn man das sich extra so bestellt hat und so weiter. Vielleicht hätte man sich vorher informieren sollen, keine Ahnung. Das nächste Mal lasse ich mir da wieder eine Original-Vibram-Sohle machen. Notfalls muss ich es halt bei Lowa einschicken. Kann dann an dieser Stelle nochmal eine Anekdote ergänzen. Ihr seid ja gewöhnt, dass meine Videos ausführlich sind und mit ein paar Abschweifungen gespickt. Kauft euch meiner Meinung nach Schuhe nicht im Internet, weil, außer ihr kennt jemanden, der euch das Ding dann hinterher repariert, weil das mit der Reparatur ist halt so eine Sache. Gerade bei Trekkingstiefeln, die eine Lebensdauer von 10 Jahren haben, wenn man sie halbwegs vernünftig pflegt, finde ich das fatal, wenn man die im Internet kauft und dann nicht mehr weiß, wo man hin muss, wenn jetzt mal eine Kleinigkeit kaputt wäre oder eben die Sohle beispielsweise ausgetauscht werden müsste. Das war nämlich noch ein Grund, weshalb ich eben zu diesem kleinen Schuhmacher gegangen bin. Das Ding habe ich bei Globetrotter gekauft. Jetzt will ich nicht an Globetrotter rumnörgeln, aber wenn man da hingeht und eine neue Sohle haben will, dann muss man erstmal zur Filiale. Dann sind die Filialen ja nicht überall. Derzeit wohne ich ja wo keine in der Nähe ist. Man kann es auch einschicken, aber das dauert und dauert und dauert. Und dann schicken sie es halt zu Lowa selber. Sie selber tauschen die Sohle nicht aus, also Globetrotter, sondern der Hersteller. Und das dauert und dauert und dauert. Und gut, kostet natürlich auch sein entsprechendes Geld, aber das ist ja bei anderen Alternativen auch so. Jedenfalls, den habe ich in einem kleinen Schuhgeschäft, in Anführungszeichen klein, räumlich klein, aber Auswahl haben sie ohne Ende, Fachgeschäft gekauft und die können auch alles reparieren. Die haben hier hinten zum Beispiel dieses Loch, das leider wieder aufgegangen ist, haben sie mir mal geflickt für 3 Euro oder irgendwas. Das hat dann wieder jahrelang gehalten, dann war der Schuh wieder dicht und solche Späße. Also das ist meiner Meinung nach extrem viel wichtiger, als dass man den Schuh von mir aus 30 Euro, 40 Euro oder gar 50 Euro billiger bekommt, dass man sich den guten Service mitkauft. Gerade bei so einem Verschleißteil wie einem Schuh, der einfach Pflege braucht, der mal repariert werden muss und neu besohlen noch und nöcher, das ist einfach viel, 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 viel besser, wenn man da vor Ort ein kleines Fachgeschäft hat, die das dann auch können. Das Teil hier ist jetzt halt eben ein mittelschwerer Wanderstiefel. Der ist eine ganze Nummer leichter als das Panzermodell. Wie ihr sehen könnt, rollt der sich jetzt auch ab. Man hat also ein natürliches Gehverhalten, weil die Sohle halt vorne nachgibt. Sie ist aber gleichzeitig seitlich recht verwindungsstabil, aber auch nicht so sehr. Eigentlich fast schon von der Sohle her, fast schon so weich wie hier der leichte.
aber er ist halt schon nicht mehr ganz so leicht, weil er jetzt hier im Knöchelbereich und so weiter vom Material her und von der Knöchelversteifung her nochmal deutlich massiver ist als dieses Ding da. Da habe ich halt also extra explizit drauf geachtet, dass er mir vernünftigen Halt für den Knöchel bietet und das Verletzungsrisiko reduziert. Gleichzeitig aber doch noch eine gewisse Flexibilität in der Sohle hat, damit man auf dem Waldboden halt nicht alles niedertrampelt, sondern sich die Sohle, der Fuß, schon noch ein bisschen dem Terrain anpassen kann. Jawohl, ja. Meiner Meinung nach wirklich der ideale Kompromiss. Und das Ding ist auch nicht so schwer. Man hat auch nicht gleich so einen riesen Klotz am Fuß. Und mit dem Schuh kann man auch mal ein paar Schritte rennen, ohne gleich das Gefühl zu haben, oh mein Gott, was ist das denn? Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Also kann man schon wirklich mal machen, wenn man mal irgendwie einen Abhang hochflitzen möchte oder runter. Oder runter geht bei mir wegen den Knien nicht. Aber hochflitzen ginge theoretisch. Und solche Späße oder halt, mein Gott, man hat den Bus verpasst und will zum Bus rennen und so Sachen, das geht in dem Stiefel auch einigermaßen gut. Klar, ist kein Jogging-Schuh, natürlich, aber doch. Und das Ding nennt sich Banks, Hanwag Banks GTX, also Banks auf Deutsch ausgesprochen. Kostenpunkt, ich glaube, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers sind 180 Euro. Man kriegt ihn im Internet billiger, aber ich habe ja eben schon gesagt, kauft ihn euch nach Möglichkeit bei einem kleinen Fachhändler vor Ort. Nehmt euch ganz viel Zeit zum Anprobieren, wenn ihr noch keinen vernünftigen Waldstiefel habt. Umso mehr, wenn ihr keine Erfahrung mit solchen Stiefeln habt. Wirklich lange anprobieren, auch mindestens eine halbe Stunde am Fuß lassen und wirklich eine halbe Stunde im Laden auf- und ablatschen. Wenn es ein gutes Geschäft ist, hat da niemand was dagegen. Und lange Zeit testen, sucht euch auch irgendwelche besonderen Geländepunkte im Geschäft beim Anprobieren, steigt auf irgendwelche Treppenstufen, stellt euch nur mit der Fußspitze vorne auf die Treppenstufe, vergleicht mal, wie ist das, wenn man jetzt mit der Spitze mit so einem Schuh auf der Treppenstufe steht oder alternativ eben mit so einem ganz schweren Treter, probiert ruhig auch mal so einen ganz schweren Treter im Vergleich an, macht euch klar, wo der Unterschied liegt, probiert vielleicht auch mal einen noch leichteren Schuh und ja, ansonsten, ja, zum Modell selber, Gore-Tex, Nubuck-Leder ist das hier außen, es gibt noch ein paar textile Elemente, mir war es nicht so wichtig, dass der jetzt unglaublich viel Leder enthält, das ist mehr jetzt so aus optischen Gründen, es gibt ja auch in dieser Schuhkategorie gibt es auch Modelle, die sind fast nur aus Textil und haben kaum Lederelemente, das ist persönliche Geschmacksfrage. Es ist in jedem Fall Gore-Tex drin und ja. Zur Pflege kann ich übrigens auch noch was empfehlen. Wo habe ich es denn? Gerade bei so einem Textil-Leder-Mischschuh bringt es nicht viel, wenn man nur das Leder dauernd einwachst, sondern man nimmt dann meiner Meinung nach am besten so ein Stoff- und Leder-Kombi-Imprägniermittel. Das spart erstens Zeit und reduziert den Aufwand bei der Schuhpflege. Jetzt hier in diesem Fall das Zeug hier von Nixwachs. Da kann man dann entsprechend, hat man hier so einen Bürstenschwammkopf und kann das dann, nachdem das dann da irgendwann mal rauskommt, ist eine neue Flasche. Ah, jetzt. Hat man dann quasi diese Bürste und kann das damit auftragen. Das war jetzt gerade schon fast ein bisschen viel und das funktioniert halt auch bei den textilen Bereichen. Die sind dann auch wieder gut imprägniert und geschützt. Gore-Tex-Schuhe sind ja in jedem Fall wasserdicht, auch wenn sie gerade mal nicht imprägniert sind, ist die Membran ja trotzdem wasserdicht. Besser für den Schuh ist es allerdings, wenn das Obermaterial auch schon gleich wassergeschützt ist. Und die Atmungsaktivität soll durch dieses Imprägniermittel, ich habe keine Ahnung, woraus das besteht, im Übrigen auch nicht leiden. Das klassische Bienenwachs, wenn man damit seine Schuhe einschmieren will, hat natürlich den Vorteil, dass man ein sehr, sehr, sehr umweltfreundliches Imprägniermittel dann nimmt. Ob hier 100% super umweltfreundliche Substanzen drin sind, wage ich ein kleines bisschen zu bezweifeln. Hm.
Ja, okay, das ist scheinbar ein relativ gutes, zumindest wenn man dem Hersteller glauben darf. Keine Treibgase, nicht persistent, fluorcarbonfrei, umweltfreundlich, keine Tierversuche. Klingt jetzt eigentlich schon ganz gut. Das mit dem nicht persistent, soweit man es weiß. Persistent heißt, wenn es persistent wäre, würde es Stoffe enthalten, die, wenn sie ins Ökosystem gelangen, da quasi nicht abgebaut werden oder fast nie oder für einen ganz, 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 ganz langen Zeitraum halt eben im Ökosystem verbleiben. Das ist bei den Standardimprägniermitteln für Gore-Tex-Jacken übrigens der Fall. Wenn man die also mit so einem Spray einsprüht, dann enthält dieses Imprägnierspray für eben diese Jacke tatsächlich Stoffe, die man in der Antarktis im Eis finden kann. Von den Wanderern mit Gore-Tex-Jacke, die diese frisch imprägniert haben und dann irgendwo in Grönland spazifizieren gehen. Solche Stoffe findet man im Eis der Antarktis, also von Grönland bis zum Südpol sozusagen. Und die werden absolut nicht abgebaut. Die bleiben für immer im Ökosystem. Wenn die einmal quasi von der Jacke abgewaschen sind, sind sie in der Natur. Ist nicht so schön, deshalb freut es mich, wenn es hier draufsteht, dass das angeblich da nicht drin sein sollte. Die Forschung ist aber gerade bei der Persistenz von solchen Stoffen noch nicht so weit, dass man es mit hundertprozentiger Sicherheit sagen könnte. Aber auch trotzdem, ich glaube, man kann dieses Zeug hier relativ guten Gewissens verwenden. Jawohl. So. Viel mehr fällt mir jetzt hierzu, glaube ich, gar nicht mehr ein. Achso, ja, Schuh habt ihr gesehen. Ist jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches, nichts weiter groß dazu zu sagen. Ich finde auch sehr, sehr, sehr schön die Sohle. Natürlich ist die austauschbar und kann man beliebig oft wieder besohlen. Ist alles überhaupt kein Problem. Es gibt übrigens hier einen Unterschied. Hier ist einmal einfach nur das Profil austauschbar, also quasi diese Linie, wo man es abmachen kann. Und zweitens ist auch austauschbar diese Dämpfungselemente. Man kann also quasi die komplette Sohle hier abmachen und da eine neue draufbauen. Dass also, wenn die Dämpfungselemente irgendwann nicht mehr dämpfen, dass diese auch austauschbar sind. Und zweitens eben einfach nur die Profilsohle, dass also quasi nur das Gummi, auf dem man rumläuft, sozusagen ausgetauscht werden kann. Das ist also noch mal eine Sache, weshalb dieser Schuh eine sehr nachhaltige Kaufempfehlung von mir bekommt. Jawohl, ja. Jetzt habe ich genug gelabert. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.